Wir haben Mittwoch, den 22. Februar 2017. Es ist 17.56 Uhr und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 359 Abonnenten und 59.400 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Heute geht es wieder um das Burner TV Bundesliga-Tippspiel und zwar um die 11. Runde, ja. Ich erkläre euch jetzt nochmal ganz kurz die Regeln für alle Leute, die das erste Mal eingeschaltet haben. Ja, es geht darum, dass wir hier die Bundesliga-Ergebnisse tippen in der Burner TV Community, ja. Ihr schreibt unter dieses Video eure Tipps ab, ja. Ich habe schon gesehen, die Tipps drunter, ja. Ich habe schon gesehen, irgendeiner hat einen Tipp abgegeben, ja. Aber Digga, du musst das unter dieses Video machen und nicht unter die Zwischenergebnisse, ja. Also, ich bitte dich, wenn du das siehst, das nochmal zu wiederholen, ja. Nichtsdestotrotz, ihr schreibt unter dieses Video eure Ergebnisse, eure Ergebnistipps, ja. Tippt ihr das richtige Ergebnis, exakt das richtige, gibt es 3 Punkte. Tippt ihr die richtige Tendenz, gibt es 1 Punkt, ja. Das macht ihr bitte bis 1 Stunde vor Spielbeginn, also bis spätestens 1 Stunde vor den Freitagsspielen. Wenn ihr die verschlaft, dann bis spätestens 1 Stunde vor den Samstagspielen oder bis 1 Stunde vor den Sonntagsspielen, ja. Natürlich, wenn ihr ein Spiel verpasst habt, nicht rechtzeitig abgegeben habt, dann dürft ihr das Spiel natürlich nicht mehr tippen, ja. Sonst werdet ihr disqualifiziert, ja. Auch schreibt ihr bitte alle eure Tipps in einen Kommentar und ihr ändert das Kommentar nicht mehr, denn wenn ich sehe, dass ein Kommentar bearbeitet wurde, zählt das als Täuschungsversuch. Ob ihr das vorsätzlich gemacht habt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht beurteilen, ihr werdet dann einfach disqualifiziert, liebe Leute, ja. Es gibt auch was zu gewinnen und zwar der Tippkönig, ja, der Burner TV Community, der am Ende der Saison 1. Platz wird, der kriegt von mir eine Stehplatzkarte für seinen Lieblingsverein gesponsert für die nächste Saison, ja, sollte ich mache nämlich auch mit, liebe Leute, sollte ich am Ende der Saison der Tippkönig hier in der Community sein, dann kriege ich eine Stehplatzkarte von euch gesponsert. So einfach machen wir das, ja. Das waren die Regeln, ja, spielt alle mit, es macht eine Menge Spaß, ja, es sind eine Menge gute Leute dabei, die richtig Ahnung haben vom Fußball, ja. Und ich würde mal sagen, kommen wir mal zu den Tipps, diesen Spieltag, ja, also meine Tipps. Wolfsburg-Bremen. 2-2. Bayern-Hamburg 2-0. Leverkusen-Mainz 2-2. Darmstadt-Augsburg 1-1. Freiburg-Dortmund 1-2. Leipzig-Köln 2-1. Hertha-Eintracht. Oh, Eintracht. Ich habe mich original seit dem letzten Spiel nicht eine Sekunde mit Eintracht beschäftigt. Oh. 0-3. Bitte Eintracht, mach mal was endlich jetzt wieder, ja. Ingolstadt-Gladbach. 1-2. Schalke-Hoffenheim. Wo kommt das Spiel denn her? Das habe ich gar nicht gesehen. Boah, Schalke-Hoffenheim. Kritisch. 1-1. Boah, wie viele Unentschieden. Egal, es wird so kommen, liebe Leute, ja. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir eure Tipps unter das Video. Und dann auf einen geilen nächsten Spieltag. Ja, ihr wisst, die Tabelle kommt nach jedem Video und ja, ich bin gespannt, wie viele Punkte ihr diesmal sammelt, wer der Tippkönig von diesem Spieltag wird. Also haut rein, liebe Leute. Ciao, ciao.